So, hallo liebe Freunde der Nacht. Also erstens, wieso Nacht? Keine Ahnung, weiß auch wurscht. Auf jeden Fall, ich bin jetzt erstmal wieder von der Gamescom wieder da und nehme jetzt erstmal wieder auf. Ich hatte dieses LP, den Rest, was ihr jetzt schon gesehen habt erst so im März aufgenommen, noch im März aufgenommen. Das heißt, ich bin jetzt endesdings, ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen später dran. Ja, also soll heißen, ich bin jetzt nicht mehr ganz so, ja, so drin wie vorher, aber ich meine, ich hatte vorher auch einfach nur angefangen, das passt schon. So, aber ich möchte auch noch ein paar Sachen sagen, die jetzt aus den Kommentaren rausgekommen sind. Ich starte das Spiel und mache das nebenbei. Das ist ja nicht so schwer. Hoffe ich. Keine Ahnung. Ja, was waren jetzt? Ach so, genau. Ich habe dieses Waldlevel gespielt, das ein bisschen rausfiel, indem ich so gesagt habe: Yay, das ist ja total super und total schön. Und das sieht ja voll gut aus für die damaligen. Ja, komm. Für die damaligen Verhältnisse. Ja, irgendwie unterbricht die Aufnahme mal zwischen den Leveln. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, ist ganz schön laut. Muss immer gleich gucken, ob das noch so okay ist. Ich hab das eigentlich schon runtergestellt. Wieso ist das jetzt wieder so laut? Egal. Auf jeden Fall, dieses Waldlevel, da hat mir einer geschrieben: Ey, Digga, wenn du da mal darauf überlegen tust, das ist gar nicht irgendwie was normales fürs Spiel. Die haben sich grafisch an ein älteres Sp Nein! Das wollte ich nicht. Verdammt, ich wollte den zweiten nehmen. Den muss ich jetzt hochjagen. Es hat sich grafisch an ein anderes Spiel angelehnt. So. Jetzt. Genau. Also, ich habe das schon mal gesehen, was hier zu tun ist. Ach du Scheiße, das wird doch gar nichts. Ach ja, ach so. Naja, egal. Dann. Ach so, ich glaube, ich weiß schon, was ich mache. Egal, wir nehmen die Situation, wie sie ist. Das habt ihr letztes Mal irgendwie positiv gefunden. Oh, da war ein zweiter bei, den habe ich gar nicht gesehen. Naja, okay, gut. Wir haben ein bisschen spät angefangen mit der Scheiße. Dieser Waldlevel war angeblich an ein anderes Spiel angelehnt, sagte mir jemand. Ach du Scheiße, ist das Kacke. Na egal, dann machen wir es nochmal. So, ich gehe mal ganz kurz. Ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen, mir ist es zu laut. So, zart leiser ist das jetzt geworden. Also, folgendes. Ich habe das jetzt schon 13 Mal angefangen. Auf jeden Fall, dieses Waldlevel sollte aus einem anderen Spiel sein. Und lustigerweise kenne ich dieses Spiel, denn ich hatte es als Kind gehabt. Das heißt Shadow of the Beast. Ich habe es für ein Master System gespielt. Und tatsächlich, ja, da ist Ähnlichkeit dabei. Zweite Sache, die ich noch dazu sagen kann: Wer dieses Spiel spielen möchte, muss sich nicht diesen riesen Umweg machen wie ich hier und das auf einem DOS-Box zocken, damit es überhaupt noch irgendwie zum Laufen kriegt. Sondern. Upp, okay. Sondern kann es auch noch viel, viel cooler machen. Und das im Browser spielen. Ja, das Originalspiel ist im Browser verfügbar. Den Link werde ich in die Beschreibung packen, wenn ich nicht so glatt bin, dass ich es vergesse. Ach du Heiliger. Ja, das wird mich noch beschissen, glaube ich. Aber wir nehmen die Situation, wie sie ist, habe ich doch gesagt. Da machen wir ja keinen langen Flachs. Scheiße. Jetzt muss ich bis da oben hinbauen. Ah, okay. Egal. Gehört dazu. Scheiße, wieso habe ich das? Ach Mann. Ja, bloß wie hätte ich das sonst machen sollen. Na egal, ich habe ja genug Treppen. Machen wir das eben so. Oho. Okay, nicht gleich aufhören. Den Link werde ich in die Beschreibung packen. Shadow of the Beast fand ich sehr, sehr witzig, dass es das ist, weil ich gerade 2, 3 Tage, bevor ich den Kommentar gelesen habe, von diesem Spiel erzählt hatte. Also vielen Dank nochmal, also auch für die Leute, die, das ist. Oh! Oh ja, das ist schlecht. Ja, ja, nee, also so war das jetzt auch nicht geplant. Egal, wie gesagt, ich versuche jetzt immer, egal was ist, ja, die Situation zu nutzen. Ja, okay. Ach ja, ganz klasse. Ja, oh, ich hab'n. Okay, ich fange neu an. Vielleicht sollte ich, wenn ich was zu erzählen habe, das dann machen, bevor ich das Spiel starte, weil irgendwie währenddessen funktioniert das bei mir nicht. Zumindest nicht in diesem Level. Ah, können auch gleich von unten hochbauen. Dann ist auch gleich gegessen, die Scheiße. Bevor ich da diesen Kack hier da hinten wieder mache. Das ist ja. Das wird ja nix. Ah, starten wir das Level neu. Okay, wann habe ich denn angefangen? Oh, keine Ahnung. Ich mache das jetzt wieder Pi mal Daumen, wie immer. Ja. Okay, bla bla bla, Shadow of the Beast. Ich hatte davon als Kind nämlich Albträume bekommen. Ich habe nämlich irgendwie. Ich erzähle das jetzt einfach mal. Ich habe als Kind dann irgendwie auf der Schaukel gesessen, habe geschaukelt so. Und ich wohnte halt irgendwie aus irgendeinem Grund. Irgendwo so im Niemandsland, keiner, so riesenweite Fläche da, nix war da gewesen. Und ich wohnte da ganz alleine. Und hab da halt so, ja, gewohnt eben. Und. Naja, okay, das war jetzt nicht so dicke. Aber wurscht.
Fangt mal hier gleich vorne an. Und zwar hier. So. Und ihr macht so. Dann rette ich wenigstens den Arna noch. Und auf weiter Fläche habt nur und meine Familie da gewohnt. So irgendwie meine Mutter und meine Schwester waren nur da. Also ich weiß nicht. Meine Schwester ist natürlich deutlich älter als ich, muss ich dazu sagen, sonst ergibt das nicht so richtig Sinn. Aber okay, zumindest nicht für mich. Auf jeden Fall war ich dann da so und dieses Shadow of the Beast Vieh, ja, kam dann da irgendwie so angelaufen. Ja, der ist tot. Mach, wo du bist. Egal. Kam dann so irgendwie aus so weiten Entfernung so angelaufen. Ich so reingegangen. Mama, Mama, da kommt hinten ein Biest und so. Und meine Schwester guckt sie so an, nickt so und sagt so, es ist soweit, sie kommen. Und dann gucke ich so aus dem Fenster raus und dann sind da einfach so mal so hunderte von diesen Viechern. Und das hat mir damals ganz schön Angst gemacht, als ich Kind war, und das wird nix. Okay, mal gucken, was das jetzt sein soll. Bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie ich das jetzt hier auf die Reihe kriege. Aber irgendwie wird das schon gehen. Naja, egal. Genau. Boah. Ich sag, oh Gott, du Scheiße. Ja, klasse. Toll, super. Wunderbar, echt. Ganz klasse, echt super. Also, sehr, sehr kreativ. Auf jeden Fall, also, ja, war jetzt ein bisschen beschissen erzählt, glaube ich. Aber ich hatte auf jeden Fall riesen Schiss vor dem Scheiß. Ich denke mal, ich werde das Bild irgendwo mal zwischendurch eingeblendet haben. Wenn ich das so mache, wie ich mir das gedacht habe. Und, von diesem Shadow of the Beast, also, ich weiß nicht, ob ich das jemals, das war ein bisschen früh, ob ich das jemals let's playen würde. Ich fand das Spiel nämlich nicht sonderlich gut. Es hatte irgendwie ein cooles Ambiente, das muss ich dazu sagen. Also das hat es auf jeden Fall gehabt, das Spiel. Es hat wirklich, wirklich Ambiente hergemacht. Also es war, also für die Zeit vor allem natürlich. Ich meine, heute würde jeder sagen, ja komm ey, die Pixelgrafik da, soll ich da hier in Gruselstimmung kommen? Aber es hatte schon so ein bisschen was Bedrohliches. Die ganze Welt war so, das hatte schon was. Aber naja, mal gucken. Finde ich aber lustig, dass es gerade dieses Spiel ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich war als Kind eh zu blöd für das Spiel. Das fand sich schon doch dann eher ein bisschen, naja, erwachseneren Stil quasi. Oh Gott, jetzt muss ich bis hier oben hinbauen. Ja, und dann werden natürlich wieder Leute kommen, die sagen, hey, hättest ein paar mehr mitgenommen, immer eingebaut und einer hätte hier geblockt oder so. Ja, okay. Na, aber dann muss ich euch sagen, ja, und? So. So, das war ein bisschen zu früh. Aber das ist mir jetzt völlig egal. Den da unten darf ich aber erst noch nicht hochsprengen, sonst springt er mir wieder die Brücke weg oder so. Oder auf jeden Fall, wenn die Leute hochkommen, muss ich da oben noch einen Blocker setzen. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Prozent muss ich jetzt hier retten. 80 oder was war das? Ich weiß das gar nicht mehr aus dem Kopf. Naja. Aber auch nett gewesen. Also, doch, war ganz schön. So. Na, na, und unterbrech mal. So! Wo ist mein Ding hier? Ah ja, okay. Gut, dann muss ich jetzt den hier weghauen. Und dann brauchen wir den hier gleich. Genau, dann machen wir erstmal die Lemmings hier alle rein, dass die dann auch alle wieder richtig schön nach Hause gehen können, weil es so wunderschön ist. So, ja. So, ich klicke jetzt wie eine blöde Sau, damit gleich der erste sofort Blocker macht, aber ich weiß natürlich nicht, ob das klappt. Ja gut, einer ist flöten gegangen. Komm, noch mit Fallschirm. In die Lava, habe ich gedacht. Das wäre vielleicht das Schönste. Und da ist wieder der Haufen. Ja, dieser Pixelbrei, das hat mir, haben wir früher einfach verziehen. Das war gar kein Problem, darüber haben wir uns gar keine Gedanken gemacht. Es war einfach so, es ging ja nicht anders. Wir hatten ja nichts. Also quasi, seinen PC-Spiele haben halt quasi uns den DDR wieder gespiegelt. Ich bin ja da groß geworden mit DDR. Ich bin ja, okay, also ich war 4, als es vorbei war, und ich kann mich an überhaupt nichts erinnern, aber so ein bisschen muss man das ja noch irgendwie im Herzen tragen oder so. Ich habe 91% gerettet, hätte nur 60% retten müssen. Da hätten wir natürlich auch eine ganz andere Taktik fahren können, die ein bisschen verschwenderischer wäre. Haben wir jetzt mal nicht gemacht. Oh Gott, du Heiliger. So. So. Okay. Wo ist Ziel? Aha. Joa. Das sieht gar nicht mal so schlimm aus eigentlich. Joa, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier vorne einen Blocker hin.
Ups, ups, oh. Oh, naja. Okay, haben wir ein paar verheizt. Das ist halt so. Und jetzt lassen wir hier unten noch welche durchgraben. Und hier auch nochmal. Okay. Gucken wir nochmal, was meine kleinen Lemminge hier noch reißen können. Aber wird auf jeden Fall langsam ein bisschen interessanter, weil die ersten Level, die wir so hatten, die waren noch ein bisschen billig. Und das wird doch jetzt schon ein bisschen angenehmer. Finde ich zumindest. Ah, okay. Oh, nun komm mal in die Richtung. Geh doch mal in die richtige Richtung, danke. Wie viel habe ich denn noch davon? 18 Stück. Naja gut, das reicht wohl dann doch, aber... Ah, oh. 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 Ja, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Okay, müssen wir wohl Treppen bauen. Ja, das war eh Quatsch. Ach du Heiliger, wie machen wir das denn jetzt? Wenn wir uns hier durchgraben, kommen wir da unten irgendwo an. Das ist aber nicht so richtig das, was wir wollen. So, jetzt müssen wir einen dabei haben, der in die richtige Richtung bastelt. Das müsste dann eigentlich passen. Ah ja, okay, das haben wir schon. Wir brauchen nachher nämlich auch noch einige Treppen. Da muss das dann natürlich sofort stimmen. Aber ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen zu knapp gerechnet. Aber wenn wir mal schön oben auf den Treppen drauf rumbauen, müsste das eigentlich klappen. Naja, egal. Aber ich bin ganz froh, dass, also ich bin sehr überrascht, dass erstens noch so viele Leute Lemmings kennen. Ich meine, gut, klar, die in meinem Alter, aber ich bin ja nun schon ein alter Sack. Bei mir verfault ja schon die Hälfte und ich bin ziemlich überrascht gewesen, dass es doch noch so viele Freunde dieses Spiels gibt oder so, die das da sehr, sehr toll finden. Und also ich auch, dass da mal an diesem LPR freuen. Ich habe eher gedacht, dass es so ein Projekt, so wie ich es so schon ein paar Mal hatte, so, ach, keine Ahnung, gucken, also ich meine, verhältnismäßig guckt bei mir eh kaum noch jemand, aber nein, das ist schon noch okay, aber eher kaum geguckt, so, ach, naja, für ein paar Liebhaber und so weiter und für den Rest interessiert es keine Sau, aber kommt so besser an, als ich dachte, ne, also, ich meine, es ist ein chilliges Projekt, hier ist jetzt keine große Action drin, es ist eher sowas so zum nebenbei laufen lassen und dann passiert da irgendwas Lustiges und alle sind glücklich oder so, ach, komm schon. So. Und, aber dafür funktioniert es ja auch ziemlich gut. Finde ich nicht schlecht, freue ich mich drüber. Also. Und. Ja, spielt Lemmings. Wie gesagt, ich packe ja den Download-Link da. Nicht Download-Link, den. Ja, für diese Webversion hier rein. Habe ich auch erst heute entdeckt, dass es das gibt. Fand ich interessant und dachte, ey, wenn das ja jetzt mal spielen möchte, ist wahrscheinlich einfacher, wenn man einfach auf den Link klicken muss. Ist das originale Spiel tatsächlich. Allerdings im Browser eben, also es sieht ein bisschen von der Steuerung anders aus. Die Level sind dieselben, das Spiel ist dasselbe, also es ändert nicht viel an den interessanten Dingen. Ach scheiße, jetzt muss ich noch einen hier oben lang schicken, damit er mal das Loch dicht macht. So, und dann machen wir hier noch einen. Und damit hat sich die Geschichte dann, glaube ich, auch ausgekaspert. Dann jagen wir den Typen hier gleich noch hoch. Wunderbar, das ist doch mal richtig glanzleistungsmäßig. Was ist mit dir los? Baut alle Brücken. So. Okay. Ja, keine Ahnung, da hat sich ein bisschen was verglitscht, aber so hatte ich wenigstens einen Grund, noch meine Treppen rauszukloppen. Ah, jetzt, ich muss immer bedenken, wenn das Level endet, dann stoppt zwischenzeitlich immer so ein bisschen die Aufnahme. Das ist ein bisschen ungünstig, aber ist nicht zu ändern. Okay, war gerade wieder ein Hacker an? Ne, ging so. Okay, wir müssen sich retten. Oh, ganz langsam Release Rate. 60 Lemmings. Und 66% muss ich retten. Und ich glaube, nach diesem Level haben wir dann auch genug. Oh, das war Glück. Das war einfach Glück. Ups. Oh, das ist okay. Okay. Okay, das könnte ein bisschen gefährlich werden. Nö. Ja, das ist ja dann ein Sackensempel. Ja, das hat ziemlich gut geklappt. Also besser, glaube ich, geht's gar nicht. Ich hätte jetzt noch ziemlich rumhantieren können, aber...
Ich glaube nicht, dass so gedacht ist. Ich schätze mal, ich hätte noch rechts rüber sollen. In die andere Richtung. Ich hätte ihn natürlich auch runtergraben lassen können von oben und dann irgendwann seitlich ausbrechen können, wenn ich ihn dann erwischt hätte. Bei den vielen Leuten wäre es wahrscheinlich schwer geworden, aber... So, jetzt prasselt das ja quasi nur so rein. Ist ja gar kein Problem. Und dann haben wir schon wieder ein Level geschafft. 98% drin. Ich denke, das ist schwer zu toppen. Schwer zu toppen, auf jeden Fall. Aber könnt ihr natürlich gerne probieren. Also ich bin natürlich, hab gar kein Problem. Also ich meine, wer auch so an Let's Playern oder so zuguckt und sagt, ach Mensch, ein bisschen Werbung wäre ja nicht schlecht. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand bei mir ein ähnliches Let's Play, zum Beispiel Lemmings LP oder sonst was, als Videoantwort schickt oder so, was ich überhaupt sofort immer lösche, aber das ist jetzt auch schon eine Weile nicht mehr vorgekommen. Es war mal eine Zeit, da war das ziemlich verstärkt. Aufnahme läuft wieder. Dass wenn Leute... Achso, okay, das Tor ging aber nicht auf. Das ist ja ziemlich simpel. Okay, na gut. Wenn Leute bei mir auf dem Kanal schreiben, ey, hier, Kanal gucken, ey, voll geil, ey, fett krass, dick, alter, fett, alter, dicken, alter, krass, oder so. Das mache ich nicht mit, das lösche ich sofort. Aber wenn jemand, sag ich mal, ein Spiel, das ich gespielt habe und sagt, hey, das mache ich jetzt auch. Also nicht, wenn das jetzt 3-4 Jahre alt ist, das finde ich dann irgendwie, es sei denn, es wäre halt irgendwie mit einer... keine Ahnung, 100% Run oder Speedrun oder sonst was und es würde sich irgendwie anbieten dazu. Ansonsten mache ich das natürlich gern, gar kein Problem, aber ne, immer ein bisschen logisch bleiben und nicht irgendwie nur irgendwas reinfeuern, das kann ich nämlich überhaupt nicht haben, also da kommen wir nicht weit. Weil die Leute, die das machen, die gucken sich die Videos eh nicht an, sondern feuern einfach nur drauf los und hoffen, dass es einer macht. Ziemlich nervige Scheiße auf jeden Fall teilweise. Okay. Ja, das war's irgendwie auch schon. Habe jetzt nicht ganz verstanden, also gegen den Level vorher da, also vor zwei Leveln, war das jetzt doch sehr, sehr simpel. Zumal ich nur 66% durchkriegen muss. Und ich ja jetzt ziemlich alle durchkriege, bis auf einen und damit wieder wahrscheinlich bei 88% liegen werde. Okay, ja, dann lassen wir die Jungs mal durchlaufen. Und in der Zeit drehe ich mir, glaube ich, ein Kippchen. Habe ich nämlich Zeit für. Denn danach werde ich den Part wahrscheinlich beenden. Ich denke mal, das ist dann genug für eine Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Zeit nicht hundertprozentig gemessen, aber ich glaube, es kommt ganz gut hin. Aber das gucke ich mir dann gleich an. Ist ja auch wurscht dann. Dann ist er halt mal ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Müsst ihr nicht gleich immer so rumzicken. Meine Güte. Nach den ersten Parts, die waren ein bisschen unkoordiniert. War nicht ganz so beabsichtigt, aber ich hatte doch ein bisschen mehr Aufnahmeschwierigkeiten als erwartet. Heute auch, aber irgendwie habe ich es dann so lange rumprobiert, bis das jetzt wenigstens so klappt, wie es jetzt ist. Naja, egal. Da hüpfen die ganzen Jungs drin. Und damit habe ich wieder ein Levelchen geschafft. Noch nicht so ganz tschüss. Ich wollte euch nur noch ganz kurz darüber informieren, dass ich damit den Level Fun quasi, also den hier, beendet habe und jetzt im Level Tricky bin. Das heißt, ab der nächsten Folge sind wir in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Da es ganz gut ankommt, werde ich den auch noch machen. Ich hatte nämlich noch überlegt, ob ich weitermache mit diesem Let's Play oder nicht. Aber ich denke, das wird ganz gern gesehen und deswegen werde ich es auch weitermachen. Also beim nächsten Mal Tricky und dann irgendwann Texting, wenn es dann noch geguckt wird und Mayhem, wenn mir der Sinn dann auch noch steht. Weil irgendwann wird es dann wirklich knifflig. Das heißt ungefähr auch tricky, knifflig oder so. Also bis dann, tschüss.